Guten Tag, guten Tag an alle Zuschauer, Zuhörer hier in Brasilien. Guten Abend an alle aus Deutschland. Ganz herzlich willkommen zur Debatte Kampf für eine würdige Unterkunft in Brasilien und in Deutschland. Ich bin Kommunikationsleiterin im Rosa-Luxemburg-Stiftung-Büro hier in Brasilien und in Paraguay. Dies eine deutsche Stiftung der Partei Die Linke. Und wir haben heute in über 24 Ländern unsere Büros. Die wichtigsten Herausforderungen sind politische Bildung und Sozialkritik, ausgehend aus den Traditionen der Arbeiter, feministischen, antirassistischen Bewegungen. Und unter anderem haben wir auch solche Debatten, wie wir sie heute erleben werden. Wir veröffentlichen Studien, Bücher, wie diese hier, hier zum Beispiel Energie in Lateinamerika. Das ist eine Publikation, die auf der Homepage der Stiftung runtergeladen werden kann. Dann gibt es das Buch Protocolos y Consulta. Auch das ist ein Buch, das als PDF runtergeladen werden kann. Und auch die Sammlung Emergencias, das wird zusammen mit dem Verlag Expression Popular gemacht. Das sind zwei Bücher aus unserer Sammlung. Da gibt es noch viele mehr. Und die kann man sich auch runterladen. Das haben wir zusammen mit Expression Popular, haben auch Ausbildungen und Schulungen gemacht mit Grundlage auf diesen Büchern. Auch das ist zur Verfügung, auch für alle Menschen, die sich hier weiterbilden möchten. Dann haben wir hier A Cultura Livre, Freie Kultur, das Buch ist auch zur Verfügung, haben wir zusammen mit dem Verlag Autonomia Literaria gemacht, auch unser Partner. Und auch dieses Buch, Resistencias y Resistencias. Nach unserer Debatte würde ich vorschlagen, besuchen Sie unsere digitale Bibliothek. Und bevor ich weitergebe an unseren Moderator, Torge Löding, bedanke ich mich bei unseren Partnern, die diese Veranstaltung heute übertragen. BF Cidades, Observatório das Metrópolis, die Verlag Boitempo, die Kampagnen und die Brasilianische Zeitung. Diese ganzen Organisationen übertragen das in ihren sozialen Netzwerken. Und eine Stunde lang
werden wir auch im öffentlichen, im offenen Fernsehen in São Paulo übertragen werden. Ab 15 Uhr gibt es dann ein anderes Programm. So, das jetzt gebe ich gleich weiter an unseren Büroleiter der Rosa-Luxemburg-Stiftung hier in Brasilien, Torge Löding. Torge, du hast das Wort. Ja, herzlichen Dank, Catarine. Guten Tag hier aus Brasilien an alle und guten Abend nach Deutschland. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein kann und dass ich diese Debatte eröffnen kann zwischen Partnern aus Brasilien und aus Deutschland. Das heißt, aus dieser Notfallsituation der Pandemie machen wir eine Gelegenheit, eine Chance. Wir eröffnen hier einen Kommunikationskanal. Hier sprechen wir über ein sehr, sehr wichtiges Thema, und zwar der Kampf um würdige Unterkunft, Wohnraum, Wohnhaus, weil das ist wirklich ein Thema, das uns umtreibt, überall, hier in Lateinamerika, sowie auch in Deutschland, dem Zentrum, das Herz des Kapitalismus. Und das System kann auch im Zentrum diese wichtige Frage nach bezahlbarem Wohnraum für alle nicht lösen. Ich freue mich sehr, dass ich Rudi Rafael habe, das ist, der spricht nach mir, und auch Emilia Maricato, unsere, die Koordinatorin unseres Partners BR Cidades aus Deutschland, sind Katalin Gemburg, Abgeordnete der Linken in Deutschland, das ist die Partei, der unsere Stiftung angehört, sie ist auch gerade in Berlin nochmal ins Abgeordnetenhaus gewählt worden. Und Ruspi, er ist Mitbegründer einer sehr wichtigen Kampagne, die einen ganz, ganz wichtigen Erfolg zu verbuchen hatte. Am vorletzten Sonntag, am 26. September, da gab es nämlich in Berlin einen Volksentscheid, und da haben es wirklich geschafft, ein erfolgreiches, wirklich erfolgreichen Volksentscheid zu haben, was die Vergesellschaftung von Wohnraum in Berlin ermöglicht. Ich fange jetzt eigentlich am liebsten an mit Ruspi und frage, wie war diese Kampagne? Wie habt ihr das gemacht? Wie konntet ihr das aufbauen? Und wie ist euch dieser gute Sieg gelungen? Herzlich willkommen, Ruspi. Guten Abend, hier guten Abend, da guten Tag nach Brasilien, und vielen Dank für die Einladung. Wie wir diese Kampagne aufgebaut haben, fragen uns viele. Ganz genau können wir es auch nicht beantworten. Ich kann nur ein paar Eckpunkte dazu nennen. Die Situation in Berlin war in den letzten 10 Jahren, seitdem es hier eine neue Mieterbewegung gibt, sehr explosiv. Nachdem es fast 2 Jahrzehnte lang hier relativ niedrige Mieten gab, aufgrund von historischen Umständen, die ich jetzt nicht näher ausführen will, gab es vor etwa 10 Jahren einen explosionsartigen Anstieg der Mieten, und gleichzeitig ist eine neue Mieterbewegung entstanden. Es hatte mehrere Ursachen. Eins davon war, dass ein Großteil der Berliner Wohnungen, die vorher der Stadt Berlin gehörten, in den 90er und 2000er Jahren privatisiert worden sind, an private Großkonzerne gegangen sind, die im Rahmen der Finanzkrise 2008, 2009 gerade hier auch viel investiert haben, um ein neues Geschäftsfeld zu eröffnen. Das Ergebnis war, dass hier die Mieten ab 2010/11 schnell gestiegen sind. Der Widerstand aber hat sich auch relativ schnell formiert. Berlin hat eine Tradition der erfolgreichen Mietenkämpfe. Die erste Mietenrevolte gab es schon vor 150 Jahren hier in dieser Stadt. Und daran haben wir angeknüpft.
die Frage, wie wir mit diesen großen Konzernen, die teilweise über 100.000 Wohnungen in der Stadt haben, umgehen können, hat uns die ganze Zeit beschäftigt. Wir wussten, dass mit ihrer Geschäftsstrategie wir auf Dauer diese Konzerne nicht reformieren können. Die Geschäftsstrategie ist darauf aufgebaut, die Mieten überdurchschnittlich zu steigern, um die Renditeerwartungen ihrer Aktionäre zu befriedigen. Unsere Kampagne heißt ja Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Deutsche Wohnen ist der größte Immobilienbesitzer in Berlin, private Immobilienbesitzer in Berlin, mit damals noch 115.000 Wohnungen in der Stadt. Und fast alle diese Wohnungen waren früher städtisch. Da wohnten auch größtenteils Menschen, die wenig Einkommen haben. Viele Rentnerinnen und Rentner und andere Menschen auch mit niedrigem Einkommen. Der Druck, den wir von der Mieterbewegung entwickeln konnten, auf die mittelgroßen Vermieter, war durchaus erheblich. Bloß bei den großen Konzernen kamen wir immer nicht weiter mit den klassischen Protestmitteln, die wir hatten. Also Demonstrationen, Versammlungen, Protestbriefe schreiben, mit der Politik reden, auch mit der Stadtpolitik zu reden. Die Stadtpolitik hat uns gesagt, wir können nichts machen, das sind internationale Konzerne, unsere Mittel sind begrenzt und die föderale Regierung, also die Bundesregierung in Deutschland, wollte nichts machen, jedenfalls nichts Richtiges. Irgendwann sind wir auf die Idee gekommen, dass wir es selbst machen müssen. Und da gibt es eine historische Besonderheit in Deutschland, dass in der deutschen Verfassung, im Grundgesetz, den Artikel 15 gibt. Artikel 15 des Grundgesetzes besagt, dass unter anderem Grund und Boden, und dazu gehören auch Wohnungen, vergesellschaftet werden können. Aber auch Produktionsmittel und Naturschätze. Das ist ein Artikel aus der Zeit nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, wo man aufgrund der Erfahrungen während des Faschismus diese Möglichkeit, eine Gemeinwohlwirtschaft als eine wichtige Pfeiler für die Zukunft des Landes sah. Damals haben vor allem die Sozialdemokraten das durchgesetzt, dass das in die Verfassung kommt. Das wurde aber nie umgesetzt auf föderale Ebene, auf Bundesebene in Deutschland. Diesen Artikel gibt es und die Besonderheit ist, wenn die Bundesregierung einen solchen Artikel nicht durchsetzt, kann eine Landesregierung, in diesem Fall Stadt Berlin, Berlin ist ja eine Stadt und Bundesland zugleich, das selbst umsetzen. Wir hatten aber keine politische Mehrheit im Parlament. Die Linke hat uns zwar unterstützt und Teile der Sozialdemokratie und Teile der Grünen, aber das reichte nicht für eine politische Mehrheit, für eine so schwerwiegende Maßnahme. Wir haben lange diskutiert. Für uns war klar, wir wollen diese Wohnungen zurück, die vorher uns gehört haben, der Bevölkerung Berlins gehört haben. Wir wollen diese zurück. Wo ist der Weg, wo ist der Hebel, wenn wir keine parlamentarische Mehrheit dafür bekommen? Und da gibt es in Berlin auch eine Tradition der direkten Demokratie, eines Volksbegehrens und dann am Ende ein Volksentscheid. Das ist ein langer Prozess mit drei verschiedenen Stufen, was wir auch schon mal angewendet haben oder mehrfach angewendet haben in verschiedenen Bereichen. 2011 gab es einen Volksentscheid, in dessen Ergebnis wurden die Berliner Wasserbetriebe wieder in öffentliche Hand gebracht, die waren vorher teilweise privatisiert. Es gab andere Volksentscheide, die erfolgreich waren. Dann haben wir gesagt, okay, wenn wir keine parlamentarische Mehrheit bekommen, machen wir es selbst mittels direkter Demokratie auf Stadtebene. Das war ein sehr gewagtes Unterfangen, als wir das die ersten Male mit unseren Freunden und Bündnispartnern besprochen haben, haben viele gesagt, interessante Idee, richtige politische Forderung, aber ob ihr das durchsetzt und am Ende eine Mehrheit der Bevölkerung für so eine Forderung bekommt, ist mehr als zweifelhaft. Man muss sagen, dass Enteignung oder Vergesellschaftung in Deutschland keine Tradition in diesem Sinne hat. In den letzten 30, 40 Jahren wurde kaum darüber gesprochen.
Es werden zwar täglich in Deutschland kleine Grundstücke, einzelne Häuser enteignet, um zum Beispiel Autobahnen zu bauen. Aber große Konzerne, an die ranzugehen in Deutschland, hat wirklich keine Tradition. Und wir haben das immer Schritt für Schritt gemacht. Erst ein Konzept erarbeitet, dann mit vielen Mieterinitiativen gesprochen, mit denen wir zusammengearbeitet haben. Am Anfang waren wir eine kleine Gruppe von 10, 12 Leuten, die aber gut vernetzt waren. Und die Idee hat immer mehr Anhänger gefunden. Und gleichzeitig haben diese Konzerne mit ihrer Politik immer weitergemacht. So, dass mir ein sehr bekannter Journalist in Berlin gesagt hat, Deutsche Wohnen, also der größte Konzern unter diesen 12, die betroffen sind, ist das verhassteste Unternehmen in Berlin, seitdem er sich erinnern kann. Und er ist seit, glaube ich, 40 Jahren im Geschäft. Wenn man Leute auf der Straße gefragt hätte, was ist das schlimmste Unternehmen, der schlimmste Immobilienbesitzer, haben sie meist Deutsche Wohnen genannt. Auch wenn sie selbst nicht Mieter waren bei diesem Konzern. Und also diese Mischung aus einer bestehenden Mieterbewegung, die vorher einige Erfolge hatte, aus dem Instrument der direkten Demokratie, wo wir zwar mit Parteien zusammenarbeiten können, aber die nicht auf eine Parlamentsmehrheit angewiesen sind, und ein Gegner, der wirklich sehr, sehr verhasst war, hat dazu geführt, dass wir immer größer geworden sind. Und dann haben wir mit den verschiedenen Stufen des Verfahrens begonnen. In der ersten Stufe mussten wir 20.000 Unterschriften sammeln. Wir haben 77.000 Unterschriften abgegeben. Und dann wurden wir langsam ernst genommen. Und es gab die ersten Gegenangriffe gegen uns. Die üblichen natürlich aus der Immobilienwirtschaft, insgesamt aus der Wirtschaft, die Arbeitgeberverbände, die rechten Parteien sowieso, aber auch Teile der Sozialdemokratie haben uns angegriffen und haben Angstszenarien aufgebaut. Das war übrigens während der ganzen Kampagne so, es gab wenig sachliche Argumente gegen uns, meist Angstszenarien. Es kostet sehr viel. Es ist so, dass man es in Deutschland, wenn man Vergesellschafteten eine Entschädigung zahlen muss. Diese Entschädigung kann aber deutlich unter dem Marktwert sein. Es kostet sehr viel. Berlin wird danach Konkurs gehen. Kein Unternehmen wird jemals wieder nach Berlin kommen. Es werden keine Arbeitsplätze mehr geschaffen und so weiter und so fort, was man sehr oft hört bei solche Vorhaben, bei progressiven Vorhaben. Und wir haben immer gegenargumentiert, das waren unsere Wohnungen, wir wollen diese zurück und wir wollen nicht, dass mit unseren Wohnungen an der Börse spekuliert wird. Das sind keine Schweinehälften, es handelt sich nicht um Goldbarren, womit man spekuliert, sondern es sind eine existenzielle Grundlage für uns und dass das Wohnen ein Menschenrecht ist. Und Kombination hat dazu geführt, dass unsere Kampagne immer stärker geworden ist. Es wurden viele Tricks versucht, um uns aufzuhalten. Das will ich gar nicht ausführen. Es kam die Pandemie noch dazu, wo wir nicht auf die Straße mehr gehen konnten. Wir haben trotzdem durchgesetzt, dass die zweite Stufe durchgeführt wurde. Da mussten wir 175.000 Unterschriften sammeln. Und wir haben doppelt so viele gesammelt, trotz Pandemie. 350.000 Unterschriften haben wir abgegeben oder 360.000 sogar am Ende. Wir kamen mit dem Zählen selbst nicht nach und haben selbst niedrigere Zahlen erwähnt. Und das war das erfolgreichste Volksbegehren in der Geschichte Berlins. Und dann war das klar, dass es zu einem Referendum kommen wird. Und zwar gleichzeitig mit den Bundestagswahlen und den Abgeordnetenhauswahlen. Ein super Wahlsonntag in Berlin. Und von da an war natürlich die politische Debatte komplett eröffnet. Und die Sozialdemokraten haben mit knapper Mehrheit entschieden, dass sie dagegen sind. Die Linke hat uns unterstützt von Beginn an. Und die Grünen haben gesagt, ja, und dann schauen wir weiter. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Es war eine merkwürdige Position. Uns wurde immer gesagt,
Die meisten Parteien sind gegen euch. Wie wollt ihr das schaffen? Wir hatten aber die Mehrheit der Mieterinnen und Mieter auf unserer Seite. Der größte Mieterverband in Berlin, der Berliner Mieterverein, und vier große Gewerkschaften haben uns unterstützt. Aber auch die Gewerkschaften waren gespalten. Vier haben uns unterstützt, vier waren dagegen, von den großen Gewerkschaften im Deutschen Gewerkschaftsbund. Und am 26. September haben wir dann eine Mehrheit von 56%, beziehungsweise bei gültigen Stimmen sogar 59% bekommen. Und zwar quer über alle Berliner Bezirke, von 12 Bezirken haben wir 10 gewonnen. Was wir so gar nicht erwartet hatten. Wir dachten immer, es wird knapper. Es wurde viel Angst gemacht der Bevölkerung. Wir dachten, vielleicht schaffen wir es gerade so, aber dass es so deutlich und groß war, hatten wir nicht erwartet. Und warum haben wir das geschafft? Weil, glaube ich, unsere Botschaft war angekommen. Erstens, wir waren authentisch, eine komplett ehrenamtliche Initiative. Wir waren selbst Mieterinnen und Mieter und deshalb konnte sich die Mehrheit der Bevölkerung mit uns identifizieren. In Berlin sind 85% der Menschen Mieter. Und das drittens, die Menschen verstanden, worum es geht, dass mit Wohnungen nicht spekuliert werden soll. Und am Ende waren auch unsere Gegner zwar mächtig, aber sie hatten keine gemeinsame Strategie, uns zu besiegen. Jetzt nach dem Referendum merken wir, dass die Strategie jetzt umgeschlagen ist und sie wollen das Ganze, die Umsetzung verzögern und so weiter. Aber da sind wir auch noch wach und werden auch den Druck aufrechterhalten. Es ist auf jeden Fall ein großartiger Sieg für Berlin, aber es ermutigt auch viele Leute in Deutschland. Es gibt mittlerweile schon mindestens 2 weitere Initiativen in 2 anderen Städten, die uns nachmachen wollen. Und ich hoffe auch darüber hinaus. Das zeigt einfach, dass auch die sogenannten kleinen Leute, wenn sie sich zusammentun, doch einiges erreichen können. Vielen Dank, Rusbi. Fantastisch. Ich habe gehört, du hast auch ein Video mitgebracht. Ich weiß nicht, ob wir das nachher, nach der ersten Runde, dann einmal gemeinsam gucken wollen oder ob das jetzt eingespielt wird. Aber vielleicht machen wir lieber erst mit Katalin weiter. Ja, dann gehe ich jetzt in den anderen Kanal. Vielen Dank, Rusbi. Wir haben diesen Erfolg am 26. September in Berlin mitgefeiert und auch Katalin Gensburg bei ihrem Wahlkampf um das Direktmandat war erfolgreich, hat nun eine breitere Basis. Das haben wir einerseits gesehen. Mehrheit war für den Volksentscheid und viel mehr Menschen haben dafür gestimmt, 56,4. Aber ganz wenige haben wirklich für die Linke gestimmt, obwohl die Linke ja für den Volksentscheid war. Also leider ein geringes Ergebnis und blieb auch hinter den Erwartungen zurück. Gut, landesweit, also deutschlandweit, ein bisschen anders. Und auch bei den letzten Wahlen war es nicht so gut. Und also ganz knapp sind wir doch noch in den Bundestag eingezogen, also die Linke. Also das war schon ein harter Schlag. Und das würden wir jetzt ein bisschen besser verstehen, wie es dazu kommen konnte. Katrin befasst sich auch mit Städtepolitik. Und dann gab es in Berlin ja auch den Mietendeckel. Das war eine parlamentarische Initiative in Berlin. Aber das durfte dann doch nicht so erfolgen. Dürfte nicht eine Stadtpolitik sein oder von einem Land, sondern müsste national sein. So entschied das Bundesverfassungsgericht. Was können Sie alles uns dazu berichten, Frau Katalin Gensburg? Dankeschön. Ja, vielen Dank, Torge Löding. Ich sage auch erstmal herzlichen Dank für die Einladung und einen schönen Gruß in die Welt. Und ja, wir sprechen in der Tat an einem denkwürdigen Zeitpunkt jetzt über Politik, über sozialistische Politik, über linke Politik und die Frage, was steht eigentlich an? Denn ja, die Linke hat bei der Bundestagswahl vor einer Woche eine schwere Niederlage erlitten
und in Berlin bei der Abgeordnetenhauswahl, also der Landtagswahl, das Ergebnis halbwegs halten können gegen den Trend. Und da stellen sich viele Fragen, die gerade diskutiert werden. Ich möchte aber auch darauf hinweisen, dass wir insgesamt sagen können, dass wir uns inmitten einer großen Krise der Repräsentation insgesamt befinden. Denn wir sehen, dass auch die Sozialdemokraten gerade mal um die 20% bekommen und damit schon als Wahlsieger gehandelt werden. Das sind die neuen Zeiten. Das ist ein wichtiges Indiz dafür, dass wir in einer massiven Krise der Repräsentation sind. Demgegenüber ist es sehr schön und wunderbar zu sehen, dass der Kampf für diesen Volksentscheid sich gelohnt hat und dass diese Kraft, die in dieser Kampagne steckt, in dieser Organisierung der vielen Menschen, der vielen Abgehängten auch, die mit einbezogen wurden, deren Stimme jetzt auch laut geworden ist und 56%, die eben für die Vergesellschaftung gestimmt haben. Es ist schon so, dass auch während der Zeit des Wahlkampfes, während der Diskussionen über die Kampagne immer wieder so getan wurde von den etablierten Parteien, von den Grünen, der SPD, der FDP und den Konservativen, dass die Menschen ja nur für diesen Volksentscheid stimmen würden, weil sie insgesamt unzufrieden sind. Ich habe immer wieder darauf hingewiesen, dass die Menschen natürlich sehr unzufrieden sind, weil eben seit vielen Jahren die Mieten unaufhörlich steigen, währenddessen die Löhne gleich bleiben oder geringer werden. Inmitten von Inflation und also teurer werdenden Lebensmittelpreisen steigt die Miete. Und das ist eine Situation, in der die Menschen natürlich sauer sind. Gleichzeitig habe ich aber auch immer wieder darauf hingewiesen, dass es sicherlich hilfreich ist oder klug für VertreterInnen der Repräsentation der Parlamente auch ernst zu nehmen, dass Menschen auch tatsächlich über volkswirtschaftliche Zusammenhänge nachdenken. Rusby hat jetzt die ganze Kampagne dargelegt und den Hintergrund auch des Volksentscheides. Was mir als Vertreterin der Partei Die Linke immer sehr imponiert hat am Volksentscheid und bis heute imponiert, dass die Vertreterinnen und Vertreter immer gesagt haben, dass es sich auch um eine volkswirtschaftliche, eine wirtschaftliche Frage handelt. Die Frage nämlich, wie viel Geld der Menschen verschwindet eigentlich bei großen Vermietungskonzernen und dann auch in Aktien und bei den Aktionären und damit raus aus der Region, raus aus sozialen Infrastrukturen und gemeinwirtschaftlichen Zusammenhängen in der Region. Also man kann diese Frage durchaus auch wirtschaftspolitisch diskutieren und ich fand das immer sehr gut. Ich will was sagen zu der Situation in Berlin und wie ich den Volksentscheid, den ich sehr stark unterstützt habe, auch selber Unterschriften gesammelt habe und unsere Partei auch in dieser Weise immer da angetrieben habe, das zu tun. Ich habe damals den Antrag mit eingebracht, dass wir diesen Volksentscheid unterstützen und habe mich sehr gefreut, als vor 2 Jahren auf dem Parteitag fast alle dafür gestimmt haben, diesen Volksentscheid zu unterstützen. Es ist wichtig, sich die Situation in Berlin zu vergegenwärtigen. Berlin ist eine Mieterinnenstadt, Mieter- und Mieterinnenstadt. Hier leben 85% der Menschen in Mietwohnungen. Das ist natürlich eine wirklich große Zahl verglichen mit vielen anderen Metropolen weltweit. Und in dieser Stadt ist es so, dass eben vor 15 Jahren ungefähr sehr viele Wohnungen verkauft wurden. Von damals auch einer Regierung, an der auch meine Partei beteiligt war. In einer Zeit, wo Berlin pleite war, in einer Zeit, in der die Austerität herrschte und gesagt wurde, wir müssen jetzt öffentliches Eigentum verkaufen, um die Schulden zu tilgen. Heute, 15 Jahre später, kennen wir viele dieser Beispiele. Wir wissen, als Griechenland pleite war und eine linke Regierung an die Macht kam, hat ein deutscher Finanzminister gesagt, verkauft doch eure Inseln, ihr Pleitegriechen. Das ist der Zynismus der Austerität, die wir jetzt seit 15 Jahren und länger erleben. In anderen Ländern geht das ja schon viel, viel länger. Und diesen Ausverkauf und diese Ära des Neoliberalismus, der
vor allem als eine politische Programmatik zu bewerten ist, die müssen wir uns jetzt genau anschauen. Und ich würde sagen, es ist sehr gut, den Erfolg von Deutsche Wohnen und Co. enteignen für eine Vergesellschaftung zu stimmen und dafür eine große Mehrheit der Berlinerinnen und Berliner zu gewinnen, auch als Ergebnis zu werten, dass wir an das Ende des Neoliberalismus gekommen sind. Dass Menschen gemerkt haben, dass es einen Unterschied macht, ob Infrastrukturen im öffentlichen Eigentum sind oder eben nicht. Inzwischen haben wir in Berlin ja auch das Stromnetz zurückgekauft für sehr viel Geld, sehr, sehr, sehr viel Geld. Und wenn immer argumentiert wird, es sei zu teuer, die Wohnung zurückzukaufen oder über die Enteignung dann Summe X für die Entschädigung zu bezahlen, kann ich nur sagen, wir haben jetzt auch schon an anderer Stelle bei den Wasserbetrieben, bei dem Stromnetz haben wir auch sehr viel Geld bezahlt und es ist eine Investition in die Zukunft. Wir haben, Rusby hat es erzählt, jetzt in Berlin sehr viele Jahre schon eine sehr aktive Mietenbewegung in dieser Stadt. Und ich will sagen, dass die Linke sehr hart daran arbeiten musste, wieder Vertrauen aufzubauen zu dieser Mietenbewegung, die zu Recht sehr sauer war, dass hier mit einer linken Partei, einer sozialistischen Partei in den Nullerjahren viele, viele Wohnungen privatisiert wurden. Diese Zusammenarbeit wiederherzustellen, das Vertrauen aufzubauen, hat uns sehr viele Jahre gekostet und mich persönlich auch sehr, sehr viel Einsatz und Engagement. Und es ist auch keine abgeschlossene Situation. Wir müssen weiter daran kämpfen, denn Bewegungspolitik ins Parlament zu tragen, ist eine Aufgabe, die nie aufhört und die sich immer in der Zukunft beweisen muss. Wir müssen jetzt also mit diesem Volksentscheid auch klar machen, dass wir die Fehler der Nullerjahre der Privatisierung wieder gut machen wollen, denn wir müssen die spekulativen Kreisläufe durchbrechen. Es macht eben einen Unterschied, ob wir enteignen und vergesellschaften oder ob wir zum Marktpreis die Wohnungen zurückkaufen. Denn wenn man die spekulativen Akteure schwächen möchte und das Immobilienkapital schwächen möchte, dann geht es eben nur, wenn man nicht die Marktpreise zahlt. Und insofern ist dieses Anliegen auch, dass das demokratisch erkämpft wurde, zu sagen, wir wollen unsere Wohnung zurück und wir haben sie schon mehrfach bezahlt und der Wert einer Wohnung bemisst sich nach deren Warenförmigkeit, sondern nach deren Gebrauchswert. Das ist sozusagen ein großer Gewinn, dass diese Debatte jetzt so gestellt wird in Berlin. Ich will auch darauf hinweisen, weil wir ja heute hier in einem internationalen Kontext diskutieren, dass es eine zutiefst internationalistische und solidarische Frage ist, denn die Deutsche Wohnen, um die es auch als Hauptakteur geht, aber auch die Vonovia agiert in vielen Ländern Europas und weltweit, hat in Spanien in der Finanzkrise, in der Wohnungskrise massiv, in der Immobilienkrise damals massiv zugeschlagen. Es gibt sehr viele Spanierinnen und Spanier, die sich zusammengetan haben im Kampf gegen die Deutsche Wohnen und die sehr genau schauen, wie wir jetzt diesen Konzern in die Mangel nehmen, damit auch sie rauskommen aus dieser Ausbeutungsspirale. Und auch denen wird geholfen. Und wir wissen auch, dass hinter Deutsche Wohnen BlackRock und sehr große Finanzakteure stehen, mit denen wir uns gerade anlegen, mit denen sich auch diese Initiative vor allem angelegt hat, aber wo wir jetzt politisch damit umgehen müssen. Die Situation ist klar. Wir sind in einer multiplen Wohnungskrise. Wir haben nicht nur das Problem, dass unsere Wohnungen in den Händen von Superspekulanten sind, sondern wir haben auch das Problem von spekulativem Leerstand, massiv steigenden Bodenpreisen, also Bodenspekulation, riesige Kontingente an Ferienwohnungen, die geschaffen werden, nachdem Menschen zwangsgeräumt werden. Wir haben riesige Obdachlosigkeit als Problem gleichzeitig, obwohl viel Wohnraum leer steht. Und wir können schon sagen, das Recht auf Wohnen ist in Gefahr. Und ich möchte darauf hinweisen, dass es ja immerhin das Recht auf Wohnen im Artikel 11 im Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte festgehalten ist.
Insofern müssen wir jetzt wirklich handeln, und zwar nicht nur in Berlin, sondern weltweit. Und es ist eine internationale Wohnraumkrise. Aber hier in der Metropole, in den Metropolen stellt sie sich natürlich besonders dar und in Berlin eben auch in ganz besonderer Weise. Es ist aber auch eine Krise des Staates. Und das hat etwas mit den Privatisierungen zu tun, der Nullerjahre. Das hat etwas mit der Austeritätspolitik zu tun und der neoliberalen Agenda der letzten 30 Jahre. Man kann darüber sehr viel erzählen. Also es wurde ja 1990 zum Beispiel die steuerliche Begünstigung von gemeinwohlorientierten Wohnungsunternehmen abgeschafft von Helmut Kohl und seinen Leuten. Und es wurde vor 20 Jahren das Mietrecht, was ein sehr starkes Mietrecht war in Deutschland, auf Bundesebene von CDU und FDP dereguliert. Auch das hat uns einen sehr großen Schlag verpasst. Und als wir in Berlin diese Finanzkrise hatten, gab es die Situation, dass wir in der Handlungsmacht des Staates eingeschränkt sind. Und das ist also eine umfassende Krise des Staates, der Repräsentation. Und da gehört dann eben schon sehr, sehr viel dazu, das auch wieder in den Griff zu bekommen. Ich will sagen, dass der Kampf um Wohnraum jetzt ziemlich klar zu einem Klassenkampf auch geworden ist. Es steht sich sehr klar, die Lohnarbeit gegen die Kapitalmacht. Und damit hat sich die Systemfrage in einer Klarheit gestellt, die auch ich als Mitglied einer sozialistischen Partei mir in der Klarheit gar nicht hätte träumen lassen, dass sie uns so vor der Nase steht. Und ich bin der Meinung, es sagen ja auch alle, die Wohnungsfrage ist die große soziale Frage. Wir sehen, dass inzwischen das Thema der Wohnungspolitik und der prekären Wohnungspolitik sehr weitreichend sich immer schneller verändert. Wir sehen, dass immer mehr Menschen, die nach Berlin kommen, nur noch Kurzzeitmietverträge bekommen, zum Teil nur noch Wohnungsmietverträge für 3 Monate. Das heißt, wir befinden uns eigentlich in der Situation, die Friedrich Engels vor 150 Jahren in der Lage der arbeitenden Klassen beschrieben hat. Und dementsprechend ist es auch allerhöchste Zeit, jetzt entschlossen zu handeln. Der Mietendeckel war ein wesentliches Instrument, um auch die Situation zu entschärfen. Hier haben wir ein Gesetz geschaffen auf Landesebene, haben die Mieten eingefroren, haben dafür gesorgt, dass sie nicht erhöht werden können oder nur in moderaten Teilen und wenn sie überhöht sind, auch abgesenkt werden können. Die Reaktion der Immobilienlobby und der Kapitalfraktion waren krass. Wir haben wahnsinnige Auseinandersetzungen erlebt, 2 Jahre lang, und natürlich die Klage vor Gerichten. Und das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, Berlin darf es nicht. Das Bundesverfassungsgericht hat leider nicht gesagt, was im Gesetz konkret nicht sein darf, sondern nur Berlin darf es nicht. Deswegen fordern wir jetzt vom Bund, von der Bundesregierung, dass es einen Mietendeckel für ganz Deutschland gibt. Da sind wir als Linke auch die Einzigen, denn die Grünen wollen nur, dass die Länder das selber entscheiden dürfen. Das ist jetzt die große Frage, die auf Bundesebene verhandelt wird. Wir halten an dem Mietendeckel fest. Die Linke ist die einzige Partei, die konsequent am Mietendeckel festhält. Ich will daran erinnern, dass mit dem Mietendeckel nicht nur die Mieten gedeckelt werden, sondern damals, als wir den eingeführt haben, vor 2 Jahren, wurde prognostiziert, dass wir im Schnitt 3 Milliarden Euro in der Volkswirtschaft in Berlin umverteilen können. Also 3 Milliarden, die eben nicht in die Taschen der Vermieter wandern. Das ist also auch wiederum ein wirtschaftlicher Faktor. Das heißt, ich schließe auch mit dem Argument der regionalen Wirtschaftspolitik und auch einem volkswirtschaftlichen Ansatz für eine soziale Mietenregulierung. Wir sagen ganz klar, die Mieten müssen sinken. Es gibt kein Recht auf Rendite. Und das in die Realität umzusetzen, erfordert sehr viel Kraft. Wir müssen uns mit sehr mächtigen Akteuren anlegen. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir an der Seite dieser starken Bewegung kämpfen, die dieses Thema jetzt mit so viel Erfolg
zur Abstimmung gebracht haben. Und jetzt geht es darum, dass wir ein Gesetz erarbeiten, gemeinsam mit den Bewegungen, dass dann auch diese Vergesellschaftung gelingt. Und für uns als Linke ist auch klar, dass wir das zur Bedingung für eine Koalition machen. Und in diesem Sinne freue ich mich, wenn wir als Sozialistinnen und Sozialisten gemeinsam entschlossen weiterstreiten und hier ganz klar auch ja die Systemfrage als Eigentumsfrage auch begreifen und diese stellen und mutig weiter voranschreiten. Vielen Dank. Obrigado, muito pertinente, Katalin. Então, herzlichen Dank, Katalin. Das ist, war natürlich spannend. Ein Klassenkampf ist das, der Kampf um würdigen Wohnraum, sowohl in Deutschland wie auch in Lateinamerika. Hier haben wir ein bisschen anderen Kontext. Der Mietenmarkt hat eine andere Rolle. Der Markt hat eine andere Rolle hier. Aber wir beginnen mit einer Aktivität, die wir heute in Brasilien hatten. Jahrestag von Habitat hat unser Partner BR Cidades und andere Volksbewegungen, wie zum Beispiel ArbeiterInnen für Rechte, machen gerade eine Mobilisierung gegen die brasilianische Regierung. Und die Regierung hat nicht nur mit dem Handling der Pandemie gescheitert, die Regierung hat nicht nur wirtschaftlich gescheitert, sondern die Regierung Bolsonaro hat auch hier Wohnraumprogramme, soziales Wohnungsbauprogramme abgebaut. Die Regierung bietet nichts, bietet keinen sozialen Wohnungsbau. Das heißt, das ist ein Volksdruck, ein Druck der Bewegung, Druck der von unten, der kommt. Und das ist auch dieser Aspekt Klassenkampf. Und deswegen möchte ich Alminia Mercado ganz herzlich willkommen heißen, Architektin, Stadtentwicklerin, Professorin, soziale Aktivistin, Forscherin. Elmina ist anerkannt durch ihre Arbeit im Bereich Stadtentwicklung und ihren Kampf für Stadtreform hier in Brasilien. Sie hat auch verschiedene öffentliche Ämter inne gehabt und aktiv an der Gründung des Städteministeriums mitgearbeitet und auch 1988 hat Erminia die Vorschläge für Stadt in die Verfassung mit eingebracht. Das heißt, als 89 die Linke hier als Bürgermeisterin die Wahlen in São Paulo gewonnen hat, hat sie Erminia zur Sekretärin für Stadtentwicklung gemacht, die bis 92 das Amt inne hatte. Als Koordinatorin unseres Partners BR Cidades und als öffentliche Person hier in Brasilien, können Sie uns ein bisschen was erzählen zur Situation hier? Wie können wir international diese Kämpfe aneinander ausrichten? Ganz herzlich willkommen. Ja, danke schön. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf, dass ich bei euch sein darf. Guten Abend an die Genossen nach Deutschland. Guten Tag an die Mitstreiter hier in Brasilien. Ich habe hier ein bisschen was vorbereitet, weil ich finde es immer sehr wichtig, Bilder zu zeigen, die unsere Realität darstellen. Weil ich möchte natürlich über das sprechen, was wir gemeinsam haben, aber ich möchte auch die Unterschiede zeigen. Und in den 15 Minuten, die ich hier habe, möchte ich vor allem zu historischen strukturellen Fragen mich äußern, die hier die kapitalistische Produktion in den Städten in Brasilien definieren und die diese skandalöse soziale Ungleichheit hier
verursachen. Rudi ist führt hier an die Räumungskampagne an, hat hier in Brasilien eine tolle Arbeit gemacht. Er hat hier wirklich eine solidarische Revolution eingeleitet und der wird das nachher noch weiter ausführen. Aber jetzt versuche ich mal meine Präsentation zu launchen, also den Bildschirm zu teilen. So, können es alle jetzt sehen? Hoffe ja. Ja, was möchte ich Ihnen erzählen? Einen Moment kurz. Ja, zunächst. Schauen wir an, was uns eint. Wir sind auf die Linke in der kapitalistischen Welt, in einer globalisierten Welt. Wir haben einen antisozialen Wind überall gegen die Arbeiter, gegen die Demokratie. Die Demokratie ist unter Beschuss. Und wir wissen, dass das auch mit diesem Neoliberalismus, Ultraliberalismus zu tun hat. Also mit den ganzen Extremen. Hinzu kommt die Klimakrise und obendrauf noch die Pandemie. Und da sind wir geeint, da stehen wir zusammen. Wir leiden alle darunter. Unter diesen Bedingungen, die uns vom Kapitalismus auferlegt, aufgebürdet werden. Und wir haben zyklische Krisen. Die jetzige gehört auch dazu. Wo liegen die Unterschiede? Weil das ist genauso wichtig. Wenn wir uns die Unterschiede anschauen, Brasilien ist ein Land, das in der Peripherie des Kapitalismus liegt. Wir haben eine 500-jährige Geschichte, aber wir hatten über 400 eine Wirtschaft, die auf Landwirtschaft und Exporte basierte und vor allem auf Sklaven. Brasilien war das letzte Land des Westens, wo die Sklaverei abgeschafft wurde und die sogenannten Sklaven in Anführungszeichen wieder befreit wurden. Weil die Wurzeln der Sklaverei, die sind heute noch zu spüren. Proportional gesehen haben wir hier immer noch die meisten Hausangestellten der Welt. Warum ist das so? Weil wir so große soziale Ungleichheiten haben. Das ist einfach abgrundtief. Die Mehrheit der Bevölkerung ist schwarz oder von Mischlingen. Und es fand keine Agrarreform, keine Landreform statt, obwohl es an Land nicht fehlt. Urbanisierung, die fand überwiegend im 20. Jahrhundert statt. Anfang des 20. Jahrhunderts waren 10% der Bevölkerung in den Städten und Sie werden nachher auch die Bilder sehen. Da war der Staat nicht präsent. So fand auch die Industrialisierung zu Beginn des 20. Jahrhunderts statt. Das hat uns überrollt, sowohl die Verstädterung wie die Industrialisierung. Heute liegt die Einwohnerzahl Brasilien bei 216 Millionen und inzwischen sind fast 80% der Menschen in der Stadt und Anfang des 20. Jahrhunderts waren 15-20% der Menschen in der Stadt. Wie kam diese rasche Entwicklung? Schauen wir uns die Zahlen an. Hier sehen Sie die Karte und auch die Infrastruktur, die wir in Brasilien 1900, dann 1960 und dann 2010 hatten. Also das ist alles noch ganz jung, ganz frisch, dass man das Land so intensiv nutzte, die Verstädterung. Vor allem war das in der Küste, im Süden und dann langsam auch zog das hinauf in den Nordosten. Und Sie wissen ja auch, welche Klimaprobleme wir jetzt in Brasilien haben. Hier wird auch, fand immer schon viel Landraub statt. Und die weiße Elite, denen das Land gehört,
diese Elite verhindert, dass die Arbeiter auf dem Land und in der Stadt Zugang zu Land haben. Egal, ob das jetzt im Hinterland ist oder in den Städten. Jetzt haben wir den globalisierten Kapitalismus. Und wir haben eine Finanzhegemonie. Es fand aber keine Agrarreform statt oder irgendwelche andere Reformen in den Städten. Verschiedene Politiken wurden von Ihnen ja angesprochen, also der Wohlfahrtsstaat. Das alles gab es hier in Brasilien so nicht. Was wir in Brasilien vorfinden, ist diese Situation. Die Mehrheit der Arbeiterklasse, auch der Campesinos, der Landbevölkerung, die in die Stadt gezogen ist, hat keinen Wohnraum gefunden, weder über den Markt noch über Sozialpolitik. Das wird alles vom Kapitalismus geregelt, wilder Kapitalismus. In manchen Städten haben wir 30% der Bevölkerung, die Zugang zu der städtischen Infrastruktur hat. Und was geschieht mit dem Rest der Bevölkerung? Die ist einfach im informellen Sektor tätig und ihr Wohnraum ist auch im informellen Sektor. Das sind billige Arbeitskräfte, die genutzt und ausgebeutet werden können. Also die Industrialisierung in Brasilien, die fand auch auf Kosten dieser Menschen statt. Also es wurden nicht Löhne gezahlt, mit denen man auch angemessenen Wohnraum hätte bezahlen können. Man hat also illegal Land erworben, ein Stückchen Land irgendwo in der Stadt, in diesem prämodernen Markt. Was bedeutet dieser prämoderne Markt? Dies ist ein Markt, der zur Kapitalanhäufung beiträgt, weil man ja die geringen Löhne und Gehälter beibehält. Seit den 50er Jahren, 60er Jahren fand das immer schneller statt. Und da gab es dann auch eine Verbindung zwischen dem nationalen Kapital hier in Brasilien mit dem internationalen. Brasilien war eigentlich immer irgendwie abhängig vom Ausland. Und jetzt haben wir den Neoliberalismus und jetzt erleben wir eine Art Neokolonialisierung. Das sieht man auch anhand der Bilder. Das sind Bilder aus der Stadt Rio. Die erste Folie zeigt den Stadtteil Barra. Da sehen Sie Luxus pur am Strand. Das finden wir in vielen Städten in Brasilien vor. Der Immobilienmarkt, das ist ein Luxusmarkt. Also diese Hochhäuser ist Kapitalismus pur. Und dann haben wir gleich daneben die Favelas, die Slums, die sich immer weiter ausdehnen. Da muss dann der Wald weg, da wird abgeholzt und die Lebensbedingungen, Gesundheitsbedingungen sind extrem prekär. In der Favela Rosinha kommt jetzt, haben die Leute wieder TB, also Tuberkulose und andere Epidemien, die bereits ausgemerzt waren, die kommen zurück. Die Mittelschicht in Brasilien ist davon noch nicht betroffen, aber die armen Menschen. Das ist ein näheres Foto von der Favela Rosinha. Also die Mehrheit der Arbeiter hat keinen Zugang zum formellen Arbeitsmarkt und auch nicht zu Public Policy. Also sie haben weder den Markt, der sich um sie kümmert, noch der Staat oder die Politik. Und das führt dazu, auch wenn man die Landverhältnisse, die Eigentumsverhältnisse anschaut, die einfach extrem prekär sind. Die Menschen sind unsichtbar, sie werden nicht wahrgenommen. Ja, ich muss beschleunigen, ich habe nur noch 5 Minuten. Das sind die Slums, das sind die Favelas und sie stellen eigentlich den Mehrteil der Städte dar. Also irreguläre Wohnungen, Bauten, informell einfach dahin gebaut. Aber das ist nicht sichtbar. Warum betone ich das?
dass sie unsichtbar sind. Und warum hebe ich auf die Unterschiede ab? Weil es kamen ja viele Gedanken aus Europa über Städtebau, die Gesetze dafür. Und da ist es erforderlich, dass wir von der Linken auch die Definitionen kennen und die Unterschiede und was die Auswirkungen sind. Aber dieser mangelnde Zugang zu angemessenem Wohnraum hat extreme Auswirkungen auf die Umwelt. Es findet keine korrekte Müllentsorgung statt. Wasser- und Abwasserbehandlung. Die Hälfte der brasilianischen Bevölkerung ist nicht an die Kanalisation angeschlossen. Das wirkt sich auch auf die Wassereinzugsgebiete, die Quellen aus und natürlich die großen Immobilienkonzerne, die eignen sich die schönsten Fleckchen an. Was bleibt für die Ärmeren übrig? Da, wo man halt noch Platz hat oder Platz findet. Und das hat dann extrem negative Folgen für die Umwelt. Hier sehen Sie es anhand der Bilder. Was möchte ich Ihnen noch sagen? Ab den 70er Jahren hatten wir dann in Brasilien eine, 3 Minuten nur noch, also starke soziale Bewegungen. Und da hatten wir dann auch demokratische Stadtverwaltung. Und da haben wir den Menschen wieder viel zurückgegeben, haben gute Ideen entwickelt. Und das haben wir dann auch an Europa und andere Teile der Welt zurückgegeben. Also der partizipative Haushalt, das stammt aus Brasilien, wo die Menschen selbst mitwirken. Und das macht einen großen Unterschied. Da gab es eine Zeit, wo viele dieser Politiken kamen. Aber dann kamen auch die Rückschritte. Da haben wir leider jetzt keine Zeit für. Deswegen komme ich zum Ende. Ja, es gab auch die Rückschritte und das kam auch aufgrund, weil wir dann diese Vernetztheit, die wir aufgebaut haben, auch das, was Sie in Berlin, Sie haben ja die Kampagne geschildert, Sie waren voll vernetzt und das hatten wir in Brasilien auch erreicht. Wir hatten linke Regierungen in den Kommunen, in den Bundesstaaten, auf Bundesebene, aber dann kamen die Rückschritte. Da müssten wir auch Selbstkritik üben. Aber natürlich hat das auch damit zu tun, dass es eine neue Kräftekorrelation auf internationaler Ebene gibt, die in Brasilien auch angekommen ist und mit massiven Investitionen, viel Fake News, viele und große Investitionen von der Rechten. Dann gab es natürlich einen Putsch, einen Staatsstreik gegen Präsidentin Dilma Rousseff 2016. Und dann müssen wir uns neu aufstellen, neu organisieren. Wir haben das Projekt BRs Verdes gegründet. Wir haben uns mit den anderen sozialen Bewegungen wie der landlosen Bauern, der obdachlosen Arbeiter. Wir müssen also alles überdenken, auch die Public Policies, unsere Strategie, unsere Maßnahmen. Und wir haben für uns und mit dem Überdenken der Stadt befasst. Und Sie haben uns ja hier neue Ideen gegeben. Wir haben jetzt auch neue Player, neue Leute sind dazugekommen. Die Bewegung gegen Rassismus, dann die schwarze Bewegung in Brasilien, die ist wirklich stark geworden, groß geworden. Und dann natürlich die Genderbewegung, die Jugendbewegung, katholische Kirche ist jetzt auch wieder da und bewegt sich und verändert sich. Und da möchten wir uns auch sehr bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung bedanken für all das, was wir gemeinsam hier aufbauen. Und für Mai 2022 haben
planen wir eine große nationale Veranstaltung. Da geht es dann um die nächsten Präsidentschaftswahlen in Brasilien. Und da wollen wir eine große soziale Bewegung auf die Beine stellen, wo dann auch die Städte, die brasilianischen Städte das Hauptthema sind. Die Demokratie in Brasilien, die findet in den Städten statt oder es wird keine Demokratie gehen, weil die Menschen leben in den Städten. Ja, herzlichen Dank. Das war wirklich ein beeindruckender Beitrag. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich möchte nochmal daran erinnern, an alle Zuschauer in Deutschland, in Brasilien, wo auch immer, dass man auch Fragen stellen kann. Wir hören jetzt unsere Kollegin Ruth, aber wir können auch die Fragen hier dann den Panel-Teilnehmern vorlesen. Die Fragen können in YouTube-Kanal gestellt werden. Wir haben hier Mitarbeiter, die das beobachten. Also alle, die hier interessiert sind, die Fragen stellen möchten, können das natürlich machen. Aber wir hören zunächst mal ganz, freuen wir uns auf Ruth Rafael aus Pernambuco. Das ist im Nordosten von Brasilien. Und das ist auch ein wichtiges Zentrum für Widerstand gegen die antidemokratische Regierung von Bolsonaro. Wir haben in Pernambuco die ersten Opfer gehabt, die in den Kämpfen ihr Augenlicht verloren haben. Und wir haben ja jetzt von Erminia gehört, also eine dieser Widerstandszentren, wo wir Hoffnung sehen, wo wir Bewegung sehen. Ruth, er ist Sozialarbeiter und Teil der landesweiten Koordination der wohnungslosen Landarbeiterinnen, ist Erzieher in Fasi und er vertritt hier die Anti-Räumungskampagne Despejo Zero. Das ist eine Kampagne, die mit Grundlage auf einer parlamentarischen Initiative während der Pandemie erstanden ist. Und Präsident Bolsonaro hat diese Gesetzesvorlage ganz lange blockiert. Und endlich ist es jetzt aufgrund einer Entscheidung im Abgeordnetenhaus freigegeben worden. Das heißt, ein sehr kleiner, aber sehr, sehr wichtiger Sieg, den wir feiern können, weil das die Situation ein bisschen erleichtert. Ich weiß, dass das hier in Brasilien nicht so ganz einfach ist, die juristische Situation. Ruth, wollen Sie uns hier erzählen? Wie sehen Sie den Kampf gegen Räumung, gegen Zwangsräumungen und den Kampf für gerechtes Wohnen? Ja, guten Tag an alle Zuschauer hier in Brasilien. Guten Abend an alle aus Europa. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf. Ich glaube, wenn wir uns ansehen, was die Welt von uns abverlangt heute im Bereich der politischen Fantasie, glaube ich, da können wir heute wichtige Erfolge feiern, Erfolg des Volksentscheides in Deutschland und auch den Erfolg, dass das Veto von Bolsonaro hier abgewendet wurde. Das heißt, es sind punktuelle Erfolge, aber es sind doch Erfolge und es sind Fortschritte. Und ich würde gerne einige Bilder teilen, möchte hier eine Präsentation machen und ich habe das mit Erminia auch noch abgesprochen, wie wir uns hier aufteilen, wie wir ganz kurz über die Situation hier in Brasilien sprechen, über die Pandemie und das Pandemonium der Regierung Bolsonaro. Das hier sind einige Bilder. Das Bild auf der linken, das ist einer Zeitschrift gewesen letzte Woche in Rio de Janeiro. Und das zeigt eigentlich
das Drama, die soziale Katastrophe, die wir gerade in Brasilien erleben. 19 Millionen Menschen hungern. 125 Millionen Menschen haben Nahrungsmittelunsicherheit, also haben nicht alle drei Mahlzeiten gesichert. Dann haben wir auf der anderen Seite, auf der rechten Seite, Aktionen von MTST für die Forderungen für Wohnraum. Und das ist jetzt nicht eine besondere Sozialpolitik, sondern das sind Forderungen nach einem Wirtschaftsmodell. Das ist eine Aktion von MTST, die waren in der Börse in São Paulo und haben das hier wirklich nicht nur die Regierung zur Verantwortung gezogen für diese Krise, sondern auch der Finanzmärkte. Dieses Wirtschaftsmodell, dass alles, was wir hier haben, vermarktet werden muss. Und das hier unten war symbolisch vor dem Haus vom Sohn oder des brasilianischen Präsidenten, der ist selbst Senator. Er hat dieses große Haus für $1 Million gekauft, während das Volk hungert. Er selber wird untersucht wegen Korruption, Tausende von real öffentlichen Geldern geklaut und hat sich hier für $1 Million während der Pandemie ein Riesenhaus gekauft. Das wäre in anderen Ländern ausreichend gewesen, um den abzusetzen. Hier in Brasilien ist das leider nicht so. Der Kongress hat zwar das Veto vom Präsidenten abgelegt, ist dennoch der Präsident des Abgeordnetenhauses, stellt sich der Präsident schützend vor den Präsidenten, wenn es um Impeachment geht, um Amtsenthebung. Das hier ist ein bisschen was zu unserem Kampf. Diese Bilder links. Das war vor genau 30 Jahren, 1991, als die sozialen Bewegungen, die NGOs, Universitäten hier eine Kampagne durchgeführt haben, damit ein Nationalfonds eingerichtet wird für sozialen Wohnungsbau. Mehr als 1 Million Unterschriften konnten gesammelt werden, ganz ähnlich wie beim Volksentscheid in Berlin. Hier konnte man einen Fonds einrichten und der 10 Jahre später erst zu sozialem Wohnungsbau führte. In der Verfassung von 1988 ist auch Recht auf Wohnraum verankert, aber wir brauchen hier Politik, öffentliche Maßnahmen. Diese Maßnahmen haben uns in den letzten Jahren geholfen. Es gibt keine Wohnraumkrise, sondern es gibt Kapitalismus und ein politisches System, das solche Prozesse behindert und das ein Recht auf Wohnraum behindert. Also rechts sehen wir den sozialen Wohnraum. Dann haben wir hier Anspruch auf Nahrung, Agroökologie, gemeinschaftliche Gemüsegärten hier, also in wir hatten historisch auch eben haben die sozialen Bewegungen eine große Rolle gespielt. Und aktuell erleben wir einen allgemeinen Deinformationsprozess. 2020 hätte in Brasilien eine Volkszählung stattfinden sollen. Das ist ein großes Instrument, um Informationen für die Gesellschaft zu sammeln. Die Regierung Bolsonaro hat 87% der Mittel für die Volkszählung blockiert. 2020 hat er gesagt, dass aufgrund der Pandemie Zensus nicht stattfindet. 2021 wurde es nochmal verschoben.
Das heißt, die große Herausforderung ist, an Informationen zu kommen und dann natürlich vernünftige Antworten zu finden auf die Wohnraumkrise. Bolsonaro, die Regierung von Bolsonaro hat das Programm für sozialen Wohnungsbau auch zerstört. Wir hatten ein nationales Programm, das wurden die Mittel, aus diesem Programm wurden alle Mittel abgezogen. Und in diesem, das war eine Wirtschaftspolitik, eigentlich auch im Rahmen der Krise von 2008. Da konnte man die Organisationen, die Organisationen hatten die Möglichkeit, Mittel zu beantragen. Und die Regierung Bolsonaro hat 98% der Mittel aus diesem Programm gestrichen. Und wir haben weiter das Problem des Wohnraums. Was haben wir noch hier mit der Pandemie? Hier haben wir das Problem der Zwangsräumungen. Wir hatten im Rahmen der Pandemie, hat sich die Anzahl der Personen unter der Armutsgrenze verdreifacht. Wir haben eine hohe Arbeitslosigkeit, über die Hälfte der Bevölkerung, die arbeiten könnte, hat keinen Job hier in Brasilien. Das heißt, das ist eine sehr, sehr schwerwiegende Situation, sozialwirtschaftlich. Und gleichzeitig haben wir eine Regierung, die die Rechte auf Wohnraum noch verletzen. Hier sehen wir Personen, die wehren sich gegen Zwangsräumen, Pernambuco, Minas Gerais. Konnte man die Zwangsräumung nicht verhindern, aber unten sehen wir erfolgreiche Widerstandsbewegungen, die wir in unserer Kampagne auch begleitet haben. Das ist eine Kampagne, die es seit letztem Jahr gibt, mit über 100 Organisationen. Wir haben es geschafft, diesen Prozess der Wohnraumkrise zu zeigen, zu illustrieren. Wir haben eine Erhöhung von 310% der Zwangsräumungen in Brasilien und die Androhung von Zwangsräumungen ist um 495% gestiegen. Das heißt, neue Aktionen, auch neue Räumungen. Auch heute gab es eine Drohung der Zwangsräumung einer Siedlung. Also wir sehen das täglich, wir werden täglich bedroht. Und hier sehen wir die Aufteilung in Brasilien, vor allem im Norden und Nordosten und im Südosten in Brasilien. Da haben wir die Zwangsräumungen. Das sind die Androhungen. Da haben wir eine große Konzentration im Südosten und auch im Norden des Landes. Und hier einige Fälle, die wir verhindern konnten, wo wir in einigen Fällen, also wir konnten es verhindern, dass 8.505 Familien nicht auf die Straße gesetzt werden. Das ist sehr, sehr wenig, wenn man vergleicht, was hier passiert. Aber wie Torge schon sagte, wir haben das Problem, dass die Gerichte auch von Eliten besetzt sind und die möchten, die ignorieren auch die Verfassung und die Statuten der Städte, die mittlerweile auch 20 Jahre alt sind, wo eben die soziale Funktion des Eigentums und wo das Recht auf Wohnraum verankert ist. Aber wie Emin ja schon sagte, wir haben hier die Gerichte, die so kolonialistische Ansichten haben. Und leider ist es so, dass der Anspruch auf Wohnraum hinten ansteht vor den ganzen Eigentumsrechten der ganzen Großgrundbesitzer hier in Brasilien.
Und zum Schluss, wie Torge schon sagte, wir hatten letzte Woche einen Erfolg zu verbuchen. Das heißt, das Veto von Bolsonaro gegen diese Gesetzesvorlage konnte verhindert werden. Und diese Gesetzesvorlage ist zeitlich befristet. Das heißt, bis zum 31. Dezember von 2021. Auch wenn die Pandemie zu Ende ist, haben wir hier eine Wirtschaftskrise und wir haben Menschen, die wenig verdienen und die hier vor Obdachlosigkeit bedroht sind. Und das ist nicht nur eine individuelle Verantwortung, sondern auch der Regierung und der Staaten. Also, dass direkte abgesichert sind. Und dann gibt es aus News, dass eine Klage, die die MSG zusammen mit der Partei PSOW eingereicht haben im obersten Gerichtshof, also beim STF. Und da geht es um einen Antrag auf Verstoß eines wesentlichen Grundsatzes, Abkürzung auf Portugiesisch ADPF. Also es betrifft auch die Zwangsräumungen während der Pandemie, dass das also nicht stattfinden soll. Dieser Antrag wurde vom obersten Gerichtshof angenommen und auch schon entschieden vom Minister Barroso, der sich damit befasst hat. Und bis zum 3. Dezember, ja, die Zeit ist fast um, also bis zum 3. Dezember ist das noch gesichert. Die Familien können also nicht zwangsgeräumt werden jetzt während der Pandemie. Dann noch ein Blick auf dieses Bild. Also wir sind weiterhin auf der Straße, kämpfen für unsere Belange. Links sehen Sie einen Marsch der MST. Und wir wollen wieder, dass die Wohnungsbaupolitik aufgenommen wird, dass das überdacht wird, nicht nur auf der Bundesebene, sondern auf allen drei Ebenen. Die Stadtverwaltungen müssen da wieder bemächtigt werden, dass ein Teil des Haushaltes auch für Wohnungsbaupolitik genutzt werden können. Und wie auch von Rusby angesprochen, wir erleben das ja. Man hat Probleme bei den Kampagnen während der Pandemie, weil viele Dinge verboten sind. Wir durften zum Beispiel keine Häuser besetzen während der Pandemie. Und trotz der Pandemie sind wir in die Gebäude gegangen, haben weiterhin die Wohnungen besetzt, weil die Menschen wirklich sonst auf der Straße gewesen wären. Ja, nächstes Jahr stehen Wahlen an und wir vom MSTS sowie die Campaña Fora Bolsonaro setzt sich dafür ein, dass die jetzige Regierung bestraft werden muss, verfolgt werden muss für all die Unterlassungen, dass dies eigentlich eine Verletzung vieler Menschenrechte gab, dass wir die Demokratie in Brasilien schützen müssen, die Public Policies, das Recht auf angemessenen Wohnraum, auf würdiges Leben, dass die Menschen genügend zu essen haben, und zwar alle drei Mahlzeiten, und dass das Reichtum, das es in Brasilien durchaus gibt, dass das nicht nur in den Händen von wenigen ist und zugutekommt. Also wir wollen eine solidarische Revolution. Wir wollen Solidarität, Vergesellschaftung des Reichtums, des Landes, des Wohnraums. Ja, danke schön. Vielen Dank, Ruggi Rafael. Nun,
Kommen wir zum Video. Das haben wir vorhin ja schon angekündigt. Ist nicht lange, nur ein paar Minuten. Und ich habe auch schon verschiedene Fragen bekommen. Mit den Fragen befassen wir uns nach dem Video. Also es können weiterhin Fragen eingereicht werden. Ich kann natürlich jetzt nicht garantieren, dass wir Zeit für alle Fragen haben werden. Aber bitte schicken Sie die Fragen. Wir schauen, für was wir noch Zeit haben. Und wie gesagt, jetzt zuerst der kurze Film und dann die Fragerunde. Und wenn ich es richtig verstanden habe, Rodolfo, können wir jetzt also Film ab. Ja? Wir leben alle zusammen in dieser Stadt. Wir helfen uns. Lachen miteinander. Und gehen uns auch mal auf die Nerven. Aber kann ich mein Leben in Berlin wirklich so gestalten, wie ich es möchte? Bin ich selber schuld, wenn ich keine bezahlbare Wohnung mehr finde? Muss ich mich damit abfinden, dass ich mir mein Zuhause nicht mehr leisten kann? Muss ich einfach wegziehen, wenn es hier immer, immer teurer wird? Nein! 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 Denn unser Zuhause ist kein Spekulationsobjekt. Es ist genau hier. 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 Und hier. Meine Familie lebt hier in Lichtenberg seit fast 300 Jahren. Nur meine Nachbarn ertragen meine laute Musik. Weil hier alles gut erreichbar ist. Und ich möchte nicht immer mehr Geld von meiner Miete ausgeben. Unser Kiez ist doch keine Aktie. Wir sind unser Kiez. Und gemeinsam können wir das auch bleiben. In Marienfelde. In Friedrichshain. In Reinickendorf. In Marzahn. Unsere Unterschiede machen diese Stadt aus. Aber jetzt müssen wir zusammenhalten. Denn hier ist unser Zuhause. Und hier wollen wir nicht weg. Weil es unsere Stadt ist. Weil es unsere Zukunft ist. Damit Berlin unser Zuhause bleibt. Für ein Berlin mit bezahlbaren Mieten für alle. Wir haben die Wahl. Am 26.09. Ja, damit Berlin unser Zuhause bleibt. Muito bem, o video. Ja, sehr schön. Das war das Video zu dem erfolgreichen Volksentscheid. Nun zu den Fragen. Wir haben uns das so vorgestellt. Ich stelle eine Frage, immer jeweils eine an einen Redner. Und dann haben wir noch 5 Minuten am Schluss. Hier habe ich jetzt eine Frage an Erminia Maricato. Und das geht um Folgendes. Claudia De Norte aus Rio de Janeiro hat die Frage gestellt. Was geschieht im Mai 2022? Wie können wir teilnehmen? Was können wir machen? Weil Sie haben ja gesagt, dass es da eine große Veranstaltung geben wird. Bitte schön, Erminia. Sie hören mich gut? Ja. Ja, wir haben hier ein Netzwerk aufgebaut, ein Netzwerk der Städte. Und da gab es auch ein Manifest, das haben wir über die Social Media verteilt. Wir sind jetzt schon in 36 Unis, in 17 Bundesstaaten in Brasilien. Wir haben verschiedene Partnerschaften mit Institutionen, mit Gewerkschaften, mit sozialen Bewegungen. Und es fanden schon 3 nationale Begegnungen unseres Netzwerkes statt und wir wollen ein neues Projekt für die brasilianischen Städte vorstellen. Wir gehen aber davon aus, dass wir mehr benötigen. Wir brauchen wirklich eine große Veranstaltung, was Großes, was Bedeutendes, das nicht der einen Bewegung, der anderen Partei oder einer NGO gehört und von der gestemmt wird, sondern dass alle mitgenommen werden. Alle daran mitmischen. Deswegen haben wir ein Paper ins Netz gestellt über Institutionen und Gruppen unterstützen uns. Die Veranstaltung, die Begegnung findet im Mai 2022 statt und
was das Wichtigste bei unserem Netzwerk ist, das ist das Geheimnis, der Trick. Also das, da geht es auch über die Generationen hinweg. Wir haben die 68er Generation, die damals auf der Straße war und gekämpft hat, und die sind wirklich stark und engagiert. Wir haben aber auch die ganz jungen Leute, die tatkräftig dabei sind, und die sind auch die Leitung bei unseren Begegnungen. Also 22 wollen wir die Frage der Stadt aufwerfen, den Alltag der arbeitenden Menschen, der Klassenkampf in den Städten, das muss auf die nationale Tagesordnung gebracht werden. Und all die Themen, die dazugehören, also Mobilität in den Städten, Bildung, Gesundheit, Wasser und Abwasser, und das haben Sie ja vorhin gesehen, ist ein großes Problem, dann Wohnraum auf jeden Fall. Das muss das Thema sein bei den Wahlen. Und dann brauchen wir ein Programm, das also mittelfristig, langfristig gestrickt ist. Und man kann sich das auch auf der Homepage von BR Hisidagis anschauen. Und Sie können alle teilnehmen. Und wenn es noch keine Organisation in Ihrer Stadt gibt, können Sie das initiieren. Wir sind keine vertikalen Strukturen, sondern alles ist horizontal offen. Also herzlich willkommen und machen Sie mit. Vielen Dank. Wir haben noch eine Frage nun an Ruspin. Die Frage ist von Marilia Bello. Was ist der Vorschlag von der Mieter im Hinblick auf die hohen Mieten? Steht das in Relation zum Lohn und Gehalt oder gibt es irgendeinen Deckel? Wir reden hier in Deutschland von zwei Mieten, praktisch eine die Hauptmiete, was man an den Vermieter zahlt, und einmal die Nebenkosten, die relativ hoch sind in Deutschland für Heizung, aber auch für städtische Dienste, Steuern und so weiter. Wir sind der Meinung, dass diese beiden Sachen zusammengenommen nicht mehr als ein Drittel des Einkommens einer Familie betragen sollten. Also dass die Miete nicht mehr als ein Drittel des Einkommens übersteigen sollte. Genauer gesagt reden wir von 30%. Und das ist mittlerweile in vielen Städten in Deutschland nicht mehr der Fall und übersteigt diese Grenze. Vor allem in Berlin, weil hier die Einkommen relativ niedrig sind. Das ist eine Besonderheit in Deutschland, dass in der größten Stadt, in der Hauptstadt, die Einkommen niedriger sind im Schnitt als in vielen anderen Städten, weil hier wenig Industrie und auch wenig große Firmen gibt. Das ist historisch bedingt. Und das ist unser Ziel, dass die Menschen nicht mehr als 30% ihres Einkommens für Miete zahlen müssen. Die Begründung ist ganz einfach, damit genug Geld für das Leben bleibt, nachdem die Miete abbezahlt worden ist. Und das ist auch das, woran sich die Wissenschaft, jedenfalls die fortschrittliche Wissenschaft in Deutschland orientiert. Und diese Grenze wird in den Großstädten in Deutschland in den letzten Jahren immer mehr gerissen. Immer mehr Menschen zahlen größere Teil ihres Einkommens für die Miete. Muito obrigado. Muito obrigado, Ruspi. Vielen Dank, Ruspi. Wir haben noch weitere Fragen bekommen. Nun anderthalb Fragen an Katalin. Und vielleicht der zweite Teil der Frage kann dann an Ruspi abgegeben werden oder an Erminia, weil das betrifft Deutschland und Brasilien. Aber jetzt zwei Fragen an Katalin, weil die zwei Fragen, die gehören eigentlich zusammen. Also, die Frage kommt von Thalys. Guten Tag.
Zunächst möchte ich gern erfahren, wenn möglich, ob Sie noch drauf auf andere Initiativen eingehen könnten oder Bewegungen, also Zugang zu Wohnraum in Deutschland. Das war erster Teil der Frage. Zweiter Teil, diese Frage ist von Diego Lopez. Ich möchte gern wissen, gibt es auch eine genossenschaftliche Wohnkultur? Por ejemplo, Baugruppen und Wohngemeinschaften, wie diese Bewegung in Deutschland funktionieren. Und nun die zweite Frage, die von Lucilia Neves Pinto gestellt wurde. Sie möchte eine Korrelation oder einen Vergleich zwischen Brasilien, wo man das Recht auf Wohnraum konsolidieren wird, indem man das Eigenheim erwirft, also kauft. In Deutschland will man dasselbe Recht durch zugängliche oder bezahlbare Mieten erreichen. Also zuerst geht es um Deutschland und dann könnte vielleicht Ruth auf den Teil für Brasilien eingehen. Also bitte, Katalin. Ja, vielen Dank. Ich würde sagen, es ist wichtig zu wissen, dass die Mietenbewegung in Deutschland schon immer mit Mietervereinen also sehr institutionalisiert auch immer war. Allerdings hat sich diese Bewegung auch verändert. Also wir haben zum einen die alten, sehr traditionellen Mietervereine, die sich auch inzwischen verändern, aber die lange Zeit eben eher für die älteren Menschen und ja, eher so die ruhigeren Leute, die Vertretung waren, demgegenüber sozusagen dann eben die radikale Linke das Mietenthema auf das Tableau gehoben hat und jetzt aber, und das ist eben sehr schön, eine Verbindung geschaffen hat. Das muss man schon sagen, der Mieterverein, die Mietervereine in Berlin, aber auch deutschlandweit, wurden da auch deutlich von der Bewegung mitgerissen. Also das kann man schon sagen. Sie haben sich auch verändert. Trotzdem ist die Mietenbewegung schon eine sehr städtische Bewegung. Und wir sind sehr glücklich darüber, dass es inzwischen nicht nur in Berlin eine starke Mietenbewegung gibt, sondern zum Beispiel auch in München ein Referendum angestrengt wurde, in Frankfurt ein Referendum angestrengt wurde. Ich glaube auch in Stuttgart und einzelnen anderen Städten, die allerdings alle keine Erfolge hatten. Oft ist es auch so, dass die Landesverfassungen die direktdemokratischen Instrumente leider nicht hergeben und die Landesregierungen nicht gewillt sind, die einzuführen. Man muss auch sagen, die rot-rote Landesregierung, die seinerzeit die große Fehler, diese Landesregierung war es wiederum, die diese direktdemokratischen Instrumente eingeführt hat. Und es ist insofern auch ein interessanter Zusammenspiel der Geschichte, dass jetzt also über diese direktdemokratischen Instrumente die Rückholung dieser Wohnungen im Prinzip eingefordert wird. Es gibt ganz unterschiedliche Bewegungen. In Berlin gibt es natürlich auch eine Besetzerbewegung. Allerdings muss man auch sagen, dass es in Berlin nicht legal ist, Häuser zu besetzen. Wir konnten uns als Linke da nicht durchsetzen. Es gibt aber auch im Bereich des gesamten Genossenschaftswesens und der Selbstverwaltungsszene in den letzten Jahren auch eine Vergrößerung, zum Beispiel vom Mietshäusersyndikat, also dem Syndikalismus bei der Selbstverwaltung von Häusern. Es gibt auch die alten noch von früher besetzten Häuser in der Selbstverwaltung, so dass man sagen muss, es ist schon ein sehr breites Spektrum, aber es gibt auch einfach seit 15 Jahren eine immer stärker werdende Recht auf Stadtbewegung. Ich glaube, das eint uns weltweit, dass wir immer mehr die Frage sehr konkret stellen, nicht nur wem gehören die Wohnungen, sondern auch wem gehört der Stadtraum, wem gehört der Park, wem gehört die Straße? Und diese Rückaneignung des Raums gegen die Kapitalverwertung, ich glaube, das ist der Zahn der Zeit, der auch die großen Kämpfe verbindet. Und das ist die große Chance. Und da gibt es sehr viele auch
einzelne Häuser, die um ihre Vorkaufsrechte kämpfen, dass sie rekommunalisiert werden. Das ist ein sehr, sehr breites Potpourri, aber die Recht auf Stadtbewegung verbindet im Prinzip diese ganzen Kämpfe miteinander. Und das ist doch sehr gut. Und es ist auch eine Frage der Mobilität und des Zugangs zur Mobilität. Und ich möchte kurz sagen, Erminia, ich bin dir sehr dankbar, dass du die Frage der Krise der Städte mit der Klima- und Ökokrise verbunden hast. Also in dem Maße, wie Entstaatlichung sich rückzieht, also die sozusagen die Krise der Versorgung produziert, dass eben keine Abwasserversorgung zum Beispiel hergestellt wird, in dem Maße entsteht auch eine ökologische Krise. Und das, finde ich, ist auch ein ganz großes Thema, was wir uns in dieser Frage der Recht auf Stadtbewegung auch tatsächlich jetzt vornehmen sollten. Muito obrigado, Catherine. Então, a palavra tem Rudi. Ja, herzlichen Dank, Catherine. Jetzt hören wir vielleicht die brasilianische Seite mal von Rudi. Situation hier in Brasilien. Wie stellt sich denn die Bewegung hier dar? Ja, zu diesem Element der Wohnraumkultur. Ich glaube, da gibt es einen großen Unterschied zwischen Deutschland und Brasilien. 84% in Brasilien lebt zur Miete. Und hier in Brasilien ist die Kultur sehr, man möchte sein Eigenheim haben. Das ist der große Traum der brasilianischen Bevölkerung. Es ist ein Recht, aber das ist ein so unerreichbares Recht, dass das ist die Idee, man möchte das haben. Das ist also ein großer Traum. Und MTST möchte eben diese Realität verändern. Das heißt, diese Illegalität auch aufheben. Wenn man eine illegale Arbeit hat, also wenn man keine feste Anstellung hat und wenn man kein festes Gehalt bekommt, dann ist man unsicher, dann kann man nicht sicherstellen, ob man die Miete bezahlen kann, ob man überhaupt ein Dach über dem Kopf haben wird. Auf der anderen Seite haben wir hier eine Krise der Organisationen, wo ein großer Teil dieser Personen, die hier informelle Arbeitsverhältnisse haben, nicht in Gewerkschaften organisiert sind. Und wir haben eine politische Krise. Das heißt, ein großer Teil der Bevölkerung sieht sich nicht in den politischen Parteien, findet sich da nicht wieder. Und hier möchten wir wirklich Arbeiterklasse an den Stadträndern organisieren. 80%, über 80% der brasilianischen Bevölkerung lebt in Städten und kämpft wirklich um Raum, nicht nur um Wohnraum, sondern um Recht auf Stadt, auf Recht auf städtische Dienstleistungen. Und wir haben zum Beispiel eine der Initiativen heute ist die solidarische Küchen in den Randgebieten, weil wir Hunger haben, aber auch inspiriert an den Bewegungen in Argentinien, in USA, wo es kostenloses Frühstück gibt. Das heißt, eine der wichtigsten Fragen ist auch Umwelt. Wir finden es wichtig, dass die sozialen Bewegungen ihr systemisches Denken sich wieder erobern, zeigen, dass Neoliberalismus tatsächlich gescheitert ist. Die Krisen, die wir jetzt erleben, das heißt nicht nur die Wohnraumkrise, aber auch die Abwasserkrise, sozialer Schutz, auch in der Pandemie. Hier möchten wir wirklich Wohnraum, Arbeit, Ernährung, das sind Themen, die wirklich zusammen bearbeitet werden müssen. Nicht nur in Brasilien, sondern auch weltweit. Und das ist eine große Herausforderung für die sozialen Bewegungen. Wir müssen hier integriert vorgehen. Und auch die gesamte Umweltfrage erfordert ja eine neue Politik, eine neue Wirtschaftspolitik. Ja, herzlichen Dank, Rudi. Wir kommen jetzt so langsam zum
Ende und in derselben Reihenfolge, wie wir angefangen haben, würde ich jetzt jedem bitten, ein kurzes Schlusswort zu sprechen. 5 Minuten, einen kurzen Abschluss. Vielleicht auch irgendwelche Next Steps, wie wir das international machen können. Guspi, du hast das Wort. Danke. Ich glaube, das, was wir heute Abend auch gehört haben und das, was wir wahrscheinlich von vielen anderen Diskussionen kennen, ist, dass die Menschen in vielen Städten der Welt darum kämpfen, ein menschenwürdiges Leben in ihrer Stadt leben zu können. Und das alles, was dazugehört, eben Wohnen als eine existenzielle Frage, aber alle existenzielle Dinge, die zu einem menschenwürdigen Leben dazugehören. Energieversorgung, Bildung, Gesundheit, Mobilität. Und dass diese Fragen in den nächsten Jahren immer wichtiger werden, weil die Stadtbevölkerung im weltweiten Maßstab weiter zunehmen wird, weil die Räume enger werden, weil die Klimakatastrophe bestimmte Umstände noch härter macht, als sie schon eh sind. Und weil der Druck des Kapitals, hier Rendite zu erwirtschaften, auch immer weiter zunimmt. Eine der Ursachen der Wohnungskrise in vielen Städten der Welt ist das internationale Kapital, was auf der Suche nach Rendite über den ganzen Globus wandert und sich in vielen Städten in Form von Immobilienbesitz festsetzt. Ich glaube, dass punktuelle Erfolge, wie ihr sie jetzt mit diesem Gesetz in Brasilien habt oder wie wir das hier in Berlin haben, wie Ruth richtig vorhin gesagt hat, das ist ja noch nicht zu Ende. Das ist auch ein Erfolg, aber wir müssen weiterkämpfen. Dass die Menschen überall auf der Welt dazu inspiriert, selbst aktiv zu werden, sich zusammenzutun und dann auch in die Kämpfe reinzugehen. Wir haben in den letzten Jahrzehnten sehr oft die Situation gehabt, dass wir als fortschrittliche linke Kräfte überall auf der Welt viele Niederlagen erlebt haben. Und eins, was ich jetzt in den letzten 10 Jahren in der Mieterbewegung in Berlin gelernt habe, ist, dass die Menschen auch wieder Erfolge sehen wollen. Sie wollen kleine Erfolge sehen und da kann man sie auch dazu ermuntern, sich zu engagieren und für etwas größere Erfolge zu kämpfen. Die Forderung, die wir vor 10 Jahren gestellt haben, diese Forderungen werden mittlerweile von Teile der rechten Parteien geteilt. Also wir haben es geschafft, dass hier die Diskussion sich in Berlin so weit verschoben hat, dass die Konservativen, die Christdemokraten bei uns teilweise unsere Forderungen von 6, 7, 5 Jahren übernommen haben, weil sie dazu gezwungen sind, weil die kulturelle und politische Hegemonie der Mieterbewegung zumindest in Berlin, aber auch in vielen anderen Städten in Deutschland so groß war, dass sie es gar nicht anders konnten. Natürlich meinen sie es nicht ernst und immer, wenn sie eine Möglichkeit haben sollten, werden sie das wieder rückgängig machen. Aber das zeigt, dass da viel mehr möglich ist, als man am Anfang selbst denkt. Und wir reden hier von einer radikale und gleichzeitig realistische Politik. Radikale Forderungen stellen und einen realistischen Weg dafür entwerfen, was für die Mehrheit der Bevölkerung auch ein gangbarer Weg ist. Und niedrigschwellige Angebote zu bereiten, damit jeder nach seinen Möglichkeiten und seinen Fähigkeiten sich beteiligen kann. Bei uns war es teilweise nur eine Unterschrift sammeln. Noch den Nachbarn, noch eine Unterschrift bei Nachbarn oder Freunden zu holen, bis hin zu den Leuten, die täglich unterwegs waren. Damit haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht. Jedes Land hat seine eigene Voraussetzung und seine eigene politische, sein eigenes politisches Klima und auch jede Bewegung hat die Schwerpunkte. Was uns aber eint, ist der Kampf gegen den Ultraliberalismus. Herminia hat es besser formuliert. Ich finde den Begriff Neoliberalismus nicht so schön, weil das irgendwas Neues sein soll. Das ist eigentlich gar nicht neu. Das ist der alte Kapitalismus, der jetzt in neuem Gewand auferstanden ist. Der Kampf gegen Ultraliberalismus und gegen die Ausbeutung von Mensch und Natur
eint uns global. Wir haben Glückwünsche von Japan bis nach Argentinien und Brasilien bekommen. Und das wird in die nächsten Jahre bestimmen. Und ich bin auch sicher, dass viele der großen Bewegungen in den Städten, in den Ländern, im Herzen der kapitalistischen Wirtschaft, aber auch in der Peripherie, wobei ich nicht weiß, ob Brasilien wirklich zur Peripherie der Weltwirtschaft gehört, aber dass dort in den Städten die großen Kämpfe stattfinden werden. Und dass hier Erfolge zu organisieren, viele Menschen ermutigt, in diese Kämpfe mit einzusteigen und für ihre eigenen Rechte zu kämpfen. Und wenn man es einmal erlebt hat, dann weiß man auch, dass die kleinen Leute gar nicht so klein sind und dass diese Ohnmacht, die wir auch vielfach in unserem Kampf spüren, von einem abfällt, wenn man sich mit anderen zusammengetan hat und für die eigenen Rechte eingetreten ist. Muito obrigado, Rusby. Então, vou passar a palavra. Ja, vielen Dank, Rusby. Dann gebe ich gleich das Wort weiter an Katalin. Da geht es um den sozialistischen Kampf. Wo ist die Partei wichtiger? Wo ist die Bewegung wichtiger? Und wie gehört es zusammen? Ja, vielen Dank auch von mir für diese sehr fruchtbaren Austausch. Ich bin sehr froh, dass ich immer wieder auf europäischen Sozialforen auch die Blicke, die Sichtweisen in den anderen Ländern immer kennengelernt habe. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir uns gegenseitig das auch immer wieder mitgeben, dass unsere Perspektiven anderer sind auf dasselbe Problem und das heißt Kapitalismus. Und die Frage, wie wir diese Sichtweise und Erkenntnisse verbinden können, die ist, das ist eben zentral, dass wir das schaffen, das zusammenzuknüpfen. Wir haben heute nochmal sehr gut, finde ich, herausgearbeitet, dass das Problem im Kern die kapitalistische Urbanisierung ist. Ich habe große Lust, auch da weiterhin im Gespräch zu bleiben. Wir können auch die ganzen Fragen von Metropolisierung, von Großstadtwerdung genau in so einem Kapitalverhältnis natürlich immer wieder diskutieren. Und ich halte viel davon, dass wir das als linke Kräfte auch tun. Denn es bringt überhaupt nichts, immer die Stadtkonflikte gegen die Landkonflikte zu stellen, sondern wir müssen sie in einem Verhältnis sehen und in einem Abhängigkeitsverhältnis, in einem Ausbeutungsverhältnis, in einem Kapitalverhältnis. Und ich glaube, dass wir da auch tatsächlich noch viel mehr Kämpfe verbinden können. So wie ich das jetzt bei euch gehört habe heute in euren Darstellungen, habt ihr da schon ganz gute Verbindung auch mit der landlosen Bewegung. Das ist hier in Deutschland tatsächlich noch nicht in dem Maße gelungen. Und wir haben gerade eine große Krise der politischen Fragen, die eben in der Stadt diskutiert werden, die im Land diskutiert werden und die von einigen prominenten Linken leider auch gegeneinander diskutiert werden. Und ich glaube, wir müssen es zusammen diskutieren. Das ganze Thema der kapitalistischen Urbanisierung und wie sie uns konkret gegenübertritt, immer wieder in lokale Konflikte zu übersetzen, das ist in den letzten Jahren gelungen. Und ich glaube, dass das für eine Kapitalismusanalyse, für auch sehr konkrete Fragen, was ist eigentlich das Problem einer Kapitalverwertung, dass das dafür eben sehr wichtig ist, die lokalen Konflikte aufzumachen. Und mit der Krise des Wohnens in den letzten 20 Jahren können wir auch nicht mehr umhin. Wir haben die konkreten Probleme jeden Tag vor der Nase. Die Frage ist nur, wie ernst nehmen wir sie? Wie viele Zwangsräumungen dulden wir noch? Wie lange lassen wir es zu, dass Hausbesetzungen nicht legal sind, obwohl spekulativ viel Wohnraum leer steht? Und das müssen wir als Partei natürlich deutlich radikaler beantworten. Dafür werbe ich persönlich. Und ich glaube, das ist auch ein guter Hinweis darauf, dass sich die Gesellschaft viel mehr radikalisiert hat. Ich habe im Wahlkampf, wir haben sehr viele Haustürgespräche geführt, hier bei mir in dem Wahlkampf vor Ort. Und ich habe sehr viele Gespräche geführt mit Leuten, die nicht
jung und urban und linksradikal sind, sondern eher sich selber zur gesellschaftlichen Mitte zugehörig fühlen, die aber krass radikalisiert sind. Und ich glaube, wir müssen wirklich diese radikalisierte Grundstimmung aufnehmen und auch ernst nehmen dafür, dass die Menschen durchaus bereit sind dafür, dass sich etwas grundlegend ändert. Und da auch viel mutiger sein als Linke, als Mitglied einer linken Partei, einer sozialistischen Partei, will ich sagen, dass ich als parlamentarische Kraft für mich sehr klar in den letzten Jahren, also für meine Partei, aber auch für die Stadt, aber auch ich als Person sehr klar an der Seite der Bewegung agiert habe, weil ich fest davon überzeugt bin, dass eine linke Kraft niemals gegen die Bewegung agieren sollte. Wir brauchen eine Linke, eine sozialistische Partei, die es nicht besser weiß, sondern die Bewegungs- und städtische Kämpfe in das Parlament überträgt, die sich in einem zustimmenden Verhältnis zu den Bewegungen bewegt und die tatsächlich das Wissen der vielen übersetzt und das auch als einen politischen Anspruch versteht. Ich meine, wenn wir eigentlich hinwollen, wenn wir über unsere gedanklichen Väter und Vormütter reden, dann reden wir über Leute, die über Rätedemokratie gesprochen haben. Also das Wissen und die Macht der vielen, eine radikale Demokratisierung, denn das heißt auch, dass wir uns selber demokratisieren müssen. Und da denke ich, haben wir als linke Partei noch einiges vor uns. Und ich glaube, es ist auch heute nochmal deutlich geworden, dass es darum geht, die Kämpfe zu verbinden. Und das muss jetzt auch gelingen. Ansonsten sieht es finster aus. Wir haben nicht mehr viel Zeit und deswegen ist das politische Programm, für das ich zumindest streite, und ich bin nicht allein. Das macht mich ganz tapfer und zuversichtlich. Und ich danke sehr und freue mich auf den nächsten Austausch. Sehen du wieder Stammus Junkus? Ja, zweifelsohne stehen wir da zusammen, kämpfen Seite und Sande. Wir haben die gleiche Auffassung, die gleiche Perspektive, egal auf welcher Seite des Atlantiks wir uns befinden. Vielen Dank für die Teilnahme. Nun gebe ich das Wort an unsere Architektin Erminia für ihre Schlussworte und wie Sie es einschätzen, wie wir diese verschiedenen Kämpfe und Bewegungen verbinden können. Ich bin schon etwas erstaunt, weil, als Sie gesagt haben, wir sprechen jetzt über Deutschland und über Brasilien, und da habe ich gedacht, ja, aber in Deutschland, da ist man doch schon so weit, das ist so fortschrittlich, das ist so anders wie die Lage in Brasilien. Wo haben wir da gemeinsame Ansätze? Lernen können wir immer lernen, klar. Überall lernt man etwas. Aber wie können wir aus Brasilien jetzt einen Beitrag leisten? Und ich finde das alles jetzt wirklich sehr spannend. Wenn wir uns die Linke in Brasilien anschauen und da das Recht auf eine angemessene Stadt, angemessenen Wohnraum ansprechen, dann ist das nicht eine Frage der Linken und des Klassenkampfs, sondern da geht es um einen Way of Life oder einen Mindset. Und heute bin ich mir noch bewusster geworden, dass wir jetzt ja vor einem noch verschärfteren Kapitalismus stehen. Und das färbt sich natürlich auch ab auf unsere Bewegung, die sozialen Bewegungen. Da habe ich mit Sergio Ferro, der ist zurzeit in Paris, gesprochen. Und er befasst sich mit den Themen und er hat Folgendes gesagt. Am Ende seines Lebens, noch ehe Kapital zu Ende geschrieben hat, hat er sich mit dem Gedanken befasst, dass die Kämpfe ja diversifiziert werden können, je nachdem, in welcher Konjunktur, in welchem Kontext man lebt. Und deswegen hat mir das sehr gefallen, was Roosevelt und Katalin gesagt haben. Ich muss jetzt gerade noch mal schauen, wie man das tatsächlich ausspricht, dass sie so sehr auf die Kräfte vor Ort, auf die Städte, auf die Kommunen setzen. Weil das ist das, worüber ich mir auch Gedanken mache. Wie können wir
der ganzen Manipulation der Algorithmen gerecht werden, weil die wirken ja direkt auf die Köpfe der Menschen ein, wie die Kommunikation heute funktioniert. Sie haben ja vielleicht gesehen, auch wie die Wahlen in Brasilien stattgefunden haben. Oder Trump in den USA, das hatte ja was direkt mit den Algorithmen zu tun. Und da eben die Frage der Nachbarschaft, was Ruspe aufgeworfen hat, dass man sich zusammentut vor Ort, dass man sich trifft, dass man da kapillare Netzwerke über die Nachbarschaften des Kiez organisiert und die kleinen Siege Schritt für Schritt, dass man also großen Einfluss auf den Bundeshaushalt hat und das steuert. Das ist extrem schwierig, aber auf kommunaler Ebene könnte es machbar sein. Also da müssen wir uns einfach ins Zeug legen. Ich studiere viele Themen und die Investitionen in städtische Infrastruktur, die verschärft in Brasilien die Ungleichheiten. Weil da geht es ja doch immer auch um Spekulation, weil die Vermieter, die wollen mehr verdienen. Und mit dem neuen Kapitalismus, wo die Gewerkschaften an Stärke verlieren, wo die Arbeitsbeziehungen einen großen Wandel erfahren, das ist extrem sichtbar hier in Brasilien, die Arbeiterklasse, die mit dafür gekämpft hat, dass die Arbeiterpartei, die PT, entstanden ist und die geht jetzt fast zu Ende. Wir müssen also neue Fronten für die Arbeiterklasse aufmachen. Aber es gibt neue Player, es gibt neue Bewegungen, es gibt neue Kämpfe in Brasilien jetzt, alles, was mit Rasse zu tun hat. Und das ist grundlegend und das kann viel anstoßen, auch für die Demokratie in Brasilien. Und das wirkt sich auch direkt auf die Kultur aus und da entstehen fantastische Dinge. Und all das, was Katalin angesprochen hat, wie es um die Erde geht, die Welt, der Planet überlebt vielleicht, aber die Menschheit nicht unbedingt, wenn wir so weitermachen. Also unser Gespräch, das ist wirklich sehr interessant. Also diese Begegnung, indem wir uns über die Stadt, über die Nachbarschaft, über das Tätigwerden vor Ort, Wohnraum. Aber es geht nicht nur um Wohnraum, weil oft, wenn man sich hier die Wohnungsbaupolitik anschaut, dann wird zwar, gibt es sozialen Wohnungsbau, aber da werden die Wohnungen irgendwo in der Peripherie hingepflanzt, wo es gar nichts gibt. Am Wochenende gibt es kein ÖPNV. Also man ist im Exil in der Peripherie. Ja, also es geht um viele Dinge und ich stimme da auch mit Rusbeck überein. Es ist sehr interessant, wenn man an seine Maßnahmen glaubt, an den Sieg. Das muss nichts Großes sein. Man fängt klein an und dezentral. Also das fand ich wirklich spannend, weil das zeigt uns einen Weg auf angesichts dieses neuen Kapitalismus. Ja, vielen Dank, Erminia. Du hast die Arbeiterklasse in Brasilien angesprochen und das ist ja eng verbunden mit der Rassenfrage. Die Mehrheit der Bevölkerung in Brasilien, die ist schwarz und werden aber behandelt wie eine Minderheit. Und in Deutschland gibt es auch eine Kampagne gegen Rassismus, gegen die Klassen. Aber das ist eine interne Diskussion in der Linken. Und das sind nicht Themen, die gegeneinander ausgespielt werden, sondern das geht Hand in Hand. Und in Brasilien hat man hier vielleicht den Vorteil, weil alle wissen, wie wichtig jetzt der Kampf gegen Rassismus, gegen Kapitalismus ist. Da gibt es keine Zweifel unter den Linken. Und zum Schluss möchte ich das Wort noch an Ruth Raphael
geben und auch noch was anderes anstoßen, weil Katalin hat ja die Verbindung zwischen den sozialen Bewegungen, der Wohnbewegung und dann auch mit den Landlosen. Und vielleicht kann Ruth das noch aufgreifen, jetzt bei seinem Schlusswort, um da die Beziehung zwischen MSTST, also die Bewegung, die MST, der landlosen Bauern, und dass die MTST zwischen den Obdachlosen arbeiten. Was ist der Unterschied und wo arbeiten sie zusammen? Also vielen Dank, Torge. Zunächst möchte ich feststellen, dass unsere Begegnung heute einen neuen politischen Prozess bedeutet, wo wir zusammenkommen, also zwischen unserer Bewegung, der Linken, der BHSEDAGI und der Enteignung der großen Immobilienkonzerne. Und dann gibt es noch andere politische Player, dann natürlich die Kommunen. Die brauchen mehr Macht. Das ist sehr, sehr wichtig, wenn wir uns mit den Errungenschaften befassen, was wir erreicht haben. Da haben wir ja gesehen, was in Brasilien geleistet wurde. Und wir müssten diese großen Immobilienkonzerne schwächen. Und bekommen wir das hin? Wir müssen also die sozialen Bewegungen stärken und die verschiedenen Netzwerke. Und das ist auch die Erfahrung von unserer Bewegung, von der Bewegung MST, also der landlosen Bauern und der Campesinos. Da gibt es eine Bewegung in ganz Lateinamerika. Und wir sind sozusagen der städtische Arm von der Bewegung der Landlosen, der MST. Deswegen ist das Kürzel auch sehr ähnlich. Also wir haben eine Organisation auf dem Land und nun auch in der Stadt. Und jetzt haben wir noch diese Initiative der solidarischen Küchen. Und wie gesagt, es gibt viele Konvergenzen. Wir arbeiten eng zusammen. Como MPA, né, o movimento de pequenos agricultores. Ja, wie auch andere Organisationen, die Bewegung der kleinen Familien, landwirtschaftlichen Familienbetriebe. Und das heißt, nicht nur international, sondern auch hier in Brasilien müssen wir die Bewegungen zusammenbringen, die an den Stadträndern, mit Indigenen, mit Landbevölkerung. Wir brauchen wirklich eine neue Perspektive einer Gesellschaft. Und das ist im Kontext der Pandemie tatsächlich gelungen. Hat die Landlosenbewegung zusammen mit anderen Bewegungen einen internationalen Aufruf gestartet und Volksorganisationen in ganz Lateinamerika. Das wurde von mehr als 160 Organisationen, 16 Länder unterzeichnet, wo er eben gezeigt wurde, dass Recht auf Wohnraum ein soziales Recht ist, aber Recht auf Arbeit und geregelte Arbeit, die Staatsschulden, die immer mehr ins Zentrum der Debatten rücken, vor allem in den lateinamerikanischen Ländern, die Frage des Währungsfonds, Umweltfragen, Gender- und Rassenfragen, sowohl die Gewalt, sexistische Gewalt während der Pandemie, alles das muss von unseren Organisationen mit aufgenommen werden. Und aus diesen Netzwerken, die solche Treffen machen wie dieses heute, können wir Fortschritte machen in unserem Kampf. Und wie ich schon sagte, in der Erfahrung, die wir hatten, in den Bewegungen und was wir auch, die Bewegungen zum Beispiel in Chile, die wir heute haben, die wichtige Erfahrungen haben im Zentrum von Santiago. Ja, wir tauschen hier Erfahrungen aus und können dann Fortschritte machen in einer anderen Perspektive. Herzlichen Glückwunsch an die Rosa-Luxemburg-Stiftung, die hier immer diese Initiativen mit uns stärkt, um solche Debatten wie die heute durchzuführen und an neue Wege zu denken. Ja, herzlichen Dank, wunderbar. Danke an alle.
danke an alle für die Unterstützung hier, an Susanna und Martina für die Verdolmetschung, auch Rodrigo hier, der hier Videoproduktion gemacht hat, und natürlich Katharine, die hier unseren Abschluss macht. Meine liebe Kollegin Katharine hat jetzt das Wort, um das Event abzuschließen. Herzlichen Dank, Torge, herzlichen Dank an alle Mitarbeiter, an alle Teilnehmer und ja, auch an die Zuschauer, die das gesehen haben. Ihr könnt das mehrmals ansehen. Das Video haben wir im YouTube-Kanal von der Rosa-Luxemburg-Stiftung und auch an unserer, auf unserer Homepage rosalux.org.br. Und morgen werden wir die zweite Stunde haben unserer politischen Fortbildung. Auch das findet ihr auf unserer Homepage. Also morgen haben wir die zweite Unterrichtsstunde. Und die erste Unterrichtsstunde steht natürlich noch zur Verfügung auf der Homepage. Ja, herzlichen Dank an unsere Partner, die uns hier unterstützt haben. BR Sidagi, das Observatorium Petropolis, verschiedene Verlagshäuser, die hier teilgenommen haben, soziale Bewegungen. Ich bedanke mich auch, wie Torge schon gesagt hat, bei den Mitarbeitern bedanken, die hier uns unterstützt haben bei dieser Veranstaltung. Dutra Fiumis Dotta, das Unternehmen der Dolmetscherinnen, Raquel Geoki, die hier die Organisation gemacht hat. Und herzlichen Dank an alle.